Einen wunderschönen guten Tag da draußen an alle begeisterte Formel 1-Fans und willkommen hier zu einem weiteren kleinen Guide zu F1 2018. Wer kennt das Problem nicht? Ich habe das Spiel installiert, will die Karriere beginnen, aber die größte Frage ist doch eigentlich immer, auf welcher Schwierigkeitsgradstufe soll ich die KI skillen? Dabei soll euch dieses Video hier weiterhelfen. Das Problem in F1 2018 ist nämlich folgendes. Beginnt ihr die Karriere, müsst ihr den KI-Schwierigkeitsgrad vor dem ersten freien Training einstellen. Diesen könnt ihr während des Rennwochenendes nicht mehr verstellen. Und das zeige ich euch jetzt gerade die Problematik, denn in 2017 war das so, hier in diesem Ladebildschirm konntet ihr immer noch auf Optionen gehen. Das geht nicht mehr, denn in diesen Optionen konntet ihr die KI auch einstellen. Denn ihr seht, ich bin noch kein freies Training gefahren und habe schon dieses Problem. Wenn ich dann in die Renneinstellungen gehe, im Pausemenü, seht ihr auch, dass die KI-Fahrerstufe eingegraut ist. Und das ist ein Problem, denn ihr könnt ja die KI zu stark für euch eingestellt haben oder zu schwach. Und das ist einfach ein Problem. Entweder ihr dominiert oder ihr fahrt hinten komplett alleine oder es passt gerade so. Doch ich zeige euch einfach mal eine Methode, wie ihr fast genau den Schwierigkeitsgrad bestimmen könnt. Doch bevor wir das machen, solltet ihr natürlich euch an euer neues Dienstfahrzeug auch gewöhnen. Das könnt ihr zum Beispiel in Zeitfahren machen, denn dort habt ihr keine Reifensimulation und auch keine Benzinsimulation. Das ist eigentlich der perfekte Ort, um sich hier an das neue Spiel zu gewöhnen. Wählt im Zeitfahren auch unbedingt das Fahrzeug, mit dem ihr eure Karriere beginnen möchtet, damit ihr euch auch wirklich an dieses Fahrzeug gewöhnt. Denn die Fahrphysik hat sich im Vergleich zu F1 2017 auch verändert. Was auch sehr, sehr wichtig ist, und das vergessen einige, ist, das Lenkrad, falls ihr eins benutzt, richtig zu kalibrieren. Das macht ihr in den Spieloptionen unter Einstellungen, Steuerung und Kalibrierungsschema. Dort wählt ihr einfach bei Kalibrierung das auch, was ihr braucht. Wenn ihr Lenkradspiel braucht, dann stellt das hier ein. Empfindlichkeit der Lenkung, stellt ihr alles hier ein. Das ist wichtig, damit müsst ihr euch einfach schon wohlfühlen. Und das sollten auch die ersten Minuten sein, die ihr einfach in das Spiel investiert. Wer F1 2017 schon gespielt hat mit Lenkrad, dem kann ich auch empfehlen, die Einstellungen zu nehmen, hier in F1 2018, die ihr auch schon in F1 2017 benutzt habt. Die Eingewöhnungszeit ist vorbei, jetzt geht's ans Eingemachte. Und zwar wie? Ganz einfach, ihr geht in den Grand Prix Modus, macht einen neuen Grand Prix auf. Auch hier wählt ihr wieder das Team, mit dem ihr das ihr fahren wollt. In meinem Beispiel hier nehme ich den Ferrari. Und hierbei solltet ihr auch den Fahrer nehmen, den ihr nicht als Teamkollegen wählt. Also, wenn ich hier Kimi nehme, was wir machen, ist Sebastian Vettel in der Karriere mein Teamkollege. Als nächstes natürlich mal wieder den Kurs. In unserem Beispiel nehmen wir hier Australien. Und nun kommen wir zum wichtigsten Punkt, und zwar die Wochenendeinstellungen. Also, was müsst ihr hier einstellen? Folgendes. Ihr könnt natürlich auch wieder ein Training einstellen. Das ist durchaus möglich. Was aber ganz wichtig ist, ist folgende Einstellung. Qualifying, kurzes Qualifying. Das ist das A und O. Auch wichtig, stellt die Renndistanz auf jeden Fall höher. Minimum 50%. Und ihr könnt auch hier schon eine KI-Fahrerstufe wählen, wo ihr ungefähr glaubt, ja, das könnte schon ungefähr hinkommen. Aber wie gesagt, das kurze Qualifying ist das Wichtigste. Was ihr auch nicht vergessen dürft, ist das Wetter. Das Wetter solltet ihr auf klarstellen. In meinem Fall versuche ich einfach mal KI-Fahrerstufe Nummer 108. Im Qualifying dann angekommen im Cockpit, macht ihr die gewohnten Einstellungen. Das bedeutet, ihr wählt erstmal natürlich euer Setup. Und falls ihr noch kein Setup habt, dann lohnt sich schon ein Training vorher einzustellen. Ich habe hier das ausgewogen Setup genommen, verändere ein paar Einstellungen, da fühle ich mich einfach ein bisschen wohler. Das sind Erfahrungswerte, die ich halt einfach schon gemacht habe in knapp 30 Spielstunden. Benzin so wenig wie es nur irgendwie geht und ihr könnt hier auch drei Runs fahren. Ihr habt nämlich drei Ultra Soft Reifen hier zum Beispiel zur Verfügung. Das bedeutet, nutzt wirklich
diese drei Reifensätze aus, nutzt diese 18 Minuten Qualifying, denn es wird wichtig sein. Habt ihr alles eingestellt, geht es auch schon raus aus die Boxengasse und rauf auf die Rennstrecke. Warum ermitteln wir eigentlich die Schwierigkeitsgrad aufgrund des Qualifyings und nicht durch ein Rennen? Der Grund ist folgendermaßen, es gibt eigentlich mehrere Gründe. Im Qualifying habt ihr und die KI nur ein Ziel, so schnell wie es geht zu fahren, das Auto wirklich am Limit zu bewegen. Und ihr macht die gleichen Einstellungen. Und zwar, ihr fahrt auf Benzingemisch Max, das macht die KI auch. Ihr fahrt mit Ersteinsatz Hotlap, das macht die KI auch. Also die Voraussetzungen sind gleich. Das Gripniveau ist hier gleich. Es ist einfach alles gleich. Ihr habt die gleichen Ziele, ihr fahrt am absoluten Limit. Im Rennen kann so viel passieren. Ihr könnt einen extra Boxenstopp einlegen, ein Safety Car kann rauskommen und so weiter und so fort. Es gibt Faktoren, die ihr einfach nicht beeinflussen könnt. Und im Qualifying, da müsst ihr nichts beeinflussen, da müsst ihr nur schnell fahren. In meinem Beispiel versuche ich das natürlich auch so schnell wie es geht zu fahren. Ich bin natürlich schon ein One gefahren, auch schon einen zweiten One, das ist hier der letzte One. Wichtig dabei ist natürlich auch folgendes, dass ihr keinen Verkehr habt und auch keinen Windschatten. Denn das würde das Ergebnis ein bisschen verfälschen. Wichtig ist im Qualify, das Gripniveau wird auch immer besser. Das bedeutet, am Ende des Qualifyings habt ihr den meisten Grip und da werdet ihr auch die schnellste Zeit in der Regel setzen. In unserem Beispiel bin ich eine 1:21:0 gefahren. Die beste Zeit, die notiert ihr euch mal ganz schnell. Wenn ihr Fahrfehler drin habt in eurer besten Runde und ihr wisst, da geht eventuell noch mehr, dann zieht ein paar Zehntel ab, ungefähr was ihr glaubt, was ihr noch schafft. Dann habe ich für euch ein paar Grafiken oder Tabellen, besser gesagt, vorbereitet. Wir schauen jetzt einfach mal hier drauf. Wir sind im Ferrari gefahren und zwar eine 1:21:0. Das entspricht ungefähr KI-Stufe 105, denn da fährt die KI im Ferrari eine 1:20:9. Das bedeutet, ich stelle jetzt im zweiten Lauf, den könnt ihr machen, den könnt ihr auch nicht machen, die KI-Stufe von 108 auf 105 runter und versuche jetzt nochmal so eine Runde hinzuknallen im Ferrari. Ich empfehle euch immer, den Schwierigkeitsgrad ein bisschen höher zu scannen, dann ist die Herausforderung natürlich höher. Ihr werdet mehr gefordert aber auch und ihr steigert euch auch immer und immer mehr, weil ihr könnt auch von der KI lernen. Ihr könnt euch zum Beispiel in der Qualifying-Runde auch im Live-TV anschauen, in der Live-TV-Übertragung, im Monitor, in eurer Box und einfach was abgucken. Wie zum Beispiel, in welchem Gang die KI die Kurve fährt, mit welcher Geschwindigkeit ungefähr die KI fährt, welche Linienwahl die KI fährt. Ihr könnt, ich sag's auch, weil mir hilft es auch, ihr könnt von der KI auch lernen. Deswegen meine Empfehlung, immer ein bisschen höher stellen als das, was vielleicht optimal wäre. Denn im Rennen, ich habe es auch schon gesagt, die KI ist ein bisschen schwächer. Und das bedeutet, da wird die Herausforderung natürlich auch nochmal ein bisschen höher. Wie das Ganze jetzt bei Regen aussieht, ist wiederum nochmal eine andere Geschichte. Meine Erfahrungen momentan sehen so aus. Die KI hat nicht wirklich zugelegt im Regen. Da möchte ich mich jetzt aber nicht festlegen. In diesem One bin ich hier eine 20:08 gefahren. Das bedeutet, ich wäre jetzt eigentlich schon schneller als Sebastian Vettel auf 105, das eigentlich wäre. Am Ende hätte ich auch die Pole Position gehabt auf 105, auf 108 wäre ich auf Position 6 ins Rennen gegangen. Also ich hätte wahrscheinlich 107 für mich persönlich eingestellt. Die Tabellen, ja natürlich, die kommen jetzt am Ende von jedem Kurs. Und zwar wirklich von jedem Kurs. Das war ein bisschen Arbeit natürlich. Es war über 10 Stunden Arbeit. Deswegen, wenn ihr das hier gut findet, würde ich mich über einen Daumen nach oben auf jeden Fall freuen. Eine Sache möchte ich allerdings noch sagen. Die McLaren-Zeit ist immer von Fernando Alonso. Immer. Immer von Fernando Alonso. Stoffel van Dorn ist immer langsamer. 3-4 Zehntel ist der schon langsamer. Bei Sauber ist auch der Leclerc stärker programmiert. Bei Mercedes ist es eher der Hamilton. Bei Ferrari ist es eher der Sebastian Vettel. Bei Red Bull ist es eher der Ricciardo. Bei Renault Hülkenberg. Bei Haas, die beiden sind ungefähr auf einem Niveau. Force India, das ist Perez. Toro Rosso, das ist Gasly. Und bei Williams sind auch beide relativ gleich.
Ich hoffe, das hilft euch hier weiter. Die Zeiten sind nur Richtwerte. Deswegen können sie auch mal schneller oder auch mal langsamer fahren. Deswegen mein Tipp, immer ein bisschen höher den Schwierigkeitsgrad einstellen. Zwischen 110 und 100 liegen in der Regel fast 2 Sekunden. Dann weitere 5 Stufen tiefer sind es dann meistens 5 Zehntel. Also wenn ihr zum Beispiel nur die Zeit von 50 wissen wollt, dann zieht bei 60 eine Sekunde noch. Oder zieht dann, oder haut eine Sekunde drauf. Dann habt ihr ungefähr die KI-Stufe für 50. Ihr könnt auf Pause jetzt drücken für den Kurs, den ihr braucht. Ich bedanke mich fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hilft euch in irgendeiner Form weiter. Wenn sich noch was ändert an Patches, dass die schneller fahren oder langsamer, dann würde ich, glaube ich, nochmal ein neues Video produzieren. Bis dahin, mach's gut, haut da rein und tschüss!